Webinar im Rahmen des Enabling by Best Products. Das Webinar hat den Titel Die Rolle der Unternehmen und weiterverarbeitenden Industrie in der Bioökonomie. Ich bin Manfred Hottwagner vom Europäischen Zentrum in Güssing. Ich werde Sie als Moderator hier durch das Webinar führen. Meine Co-Moderatorin und Projektpartnervertreterin ist Claudia Leifert von EPC, Projektgesellschaft für Klima, Nachhaltigkeit und Kommunikation in Berlin. Und ich möchte Sie zu Beginn noch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Das wären, pardon, technische Aspekte. Sie sind im Webinar im Listen-Only-Mode. Das heißt, wenn Sie Fragen stellen wollen, bitte rechts unten im Chat Ihre Frage einzutragen. Wir sammeln Ihre Fragen und werden sie dann gesammelt am Ende des Webinars beantworten. Nun ein kurzer Überblick über dieses Webinar. Folie müsste da sein. Es ist in mehrere Themenblöcke unterteilt. Zuerst gemeinsam mit Claudia Leifert werde ich Ihnen das Projekt Enabling vorstellen, einen kurzen Überblick geben. Dann folgt ein Themenblock zur Situation in Deutschland, zur Bioökonomie-Strategie in Deutschland und die Vorstellung von einigen Best-Practice-Beispielen. Zweitens kommt dann der Themenblock Österreich, auch die österreichische Bioökonomie-Strategie. Und als Vertreter einer Best Practice haben wir hier dann als Referenten Herrn Magister Hannes Winkelbauer. Er ist Geschäftsführer der Vulcolor Naturfarben GmbH hier in Güssing, die Naturfarben herstellt aus pflanzlichen Rohstoffen und eine sehr interessante Schiene in der Rohstoffverwertung weiterverfolgt. Der nächste Themenblock dann wird von Frau Leifert wieder bestritten und sie wird uns die Brokerage-Plattform Biomass Trade EU, die auch im Rahmen dieses Projekts Enabling Biobased Products entwickelt wurde, vorstellen. Ganz zum Schluss dann haben wir die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, es ist doch das eine oder andere Interessante dabei. Gut, wollen wir gleich losstarten, in medias res gehen. Das Projekt Enabling, ich habe es mir kurz rausgeschrieben, auf Deutsch eigentlich, auf Englisch Enhanced New Approaches in Bio-Based Local Innovation Networks for Growth, was auf Deutsch grob übersetzt Förderung von Wachstum durch neue Ansätze in biobasierten lokalen Netzwerken. Das ganze Projekt läuft im Rahmen des Programms Horizon 2020 und besteht aus einem Konsortium von 16 Partnern aus 13 EU-Ländern und zwei assoziierten Projektpartnern, nämlich aus Israel und Norwegen. Die verschiedenen Überziele des Projekts sind einerseits Bereitstellung von Verfahren und Innovationen für die biobasierte Industrie. Ich mache es kurz. Ein weiteres Ziel ist die Schaffung von Bedingungen für Netzwerke, wo auf denen sich dann Biomasse-Wertschöpfungsketten aufbauen können. Weiters haben wir auch als Aufgabe die Sammlung, Verbreitung und Nutzung bewährter Verfahren zur Nutzung von ländlicher Biomasse und die Entwicklung einer Community of Practice, das heißt eines Netzwerks, in dem auch Biomasseströme für die biobasierte Industrie hier gefasst werden sollen und auf einer europäischen Ebene ermöglicht werden sollen. Dann haben wir abschließend noch natürlich die Förderung von Innovation und Praxisbeispielen. Hier wird Kollegin Claudia Leifert dann später im Rahmen von Instrumenten und Maßnahmen Ihnen den Best Practice Atlas vorstellen. Und
Eins der weiteren Ziele ist die Entwicklung von Methoden und Instrumenten zur Vermittlung von Wissen und Information. Auch hier werden Sie in weiteren nähere Details erfahren. Ich übergebe an dieser Stelle hier nun an meine Mitreferentin Claudia Leifert in Berlin und sie wird uns jetzt Näheres zu den Instrumenten und Maßnahmen im Projekt erzählen. Ja, hallo und auch herzlich willkommen von mir. Wie eben schon berichtet, werde ich jetzt über die Instrumente in Enabling ein bisschen genauer sprechen. Enabling bietet verschiedene Instrumente und auch Methoden, die die Zusammenarbeit und den Wissenstransfer zwischen den Praktikern im biobasierten Sektor fördern, unter anderem den Austausch von Best-Practice-Beispielen. Coaching für Stakeholder bieten wir an. Wir sammeln Informationen zu Innovationen im biobasierten Sektor und haben, wie bereits angekündigt, die biobasierte Handelsplattform Biomass Trade entwickelt. Dann gehe ich jetzt als erstes einmal auf den Best Practices Atlas ein. In Enabling sammeln wir die besten Fallbeispiele von biobasierten Produkten und Prozessen aus dem In- und dem Ausland, die ganz oder auch teilweise auf andere Regionen übertragbar sind oder als Inspiration für Partner in der Wertschöpfungskette dienen können. Dieses interaktive webbasierte Tool, es handelt sich um ein WebGIS, ist leicht zu bedienen und kann eben diese Informationen einmal im Überblick darstellen. Wenn Sie sich das jetzt direkt anschauen möchten, können Sie auch oben über diesen Banner, hier geht es zum Projekt, auf Enabling klicken und sich den Best Practice Atlas dort direkt anschauen. Oder eben auch später dann. Weiterhin bietet Enabling Coaching-Aktivitäten an. Diese können online über einen Fragebogen in 9 verschiedenen Sprachen angeklickt werden und unterstützen die Biomasseproduzenten und die Industrie bei der Übernahme von neu aufkommenden Best Practices und helfen den Antragstellern, mehr Details über die Bioökonomie und ihre Komponenten herauszufinden. Der Antragsteller kann nach Biomasse, biobasierten Produkten, Innovationen, Technologien, aber auch wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder EU-nationalen Gesetzen und viel mehr fragen. Dann, wie schon gesagt, gibt es bei uns die Innovation Watch. Für die Dauer des Projektes sammeln und teilen wir nützliche Informationen über Technologien, Innovationen und Prozesse im biobasierten Sektor. Dies wird unter anderem als wissenschaftliche Berichte dargestellt, Videos. Wir sammeln auch Informationen zu Produkten und Anwendungen. Stellen Artikel zusammen und stellen auch andere EU- und nationale Projekte aus diesem Bereich vor. Zuletzt die Plattform biomasstrade.eu. Diese ermöglicht es Biomasseproduzenten und weiterverarbeitender Industrie, Biomassereste und Nebenprodukte, biobasierte Produkte sowie Dienstleistungen in den verschiedenen Bereichen der Bioökonomie selbst anzubieten, aber auch zu suchen. Diese Plattform wird später nochmal gesondert ein bisschen genauer vorgestellt. Jetzt möchte ich erst einmal zu unserem nächsten Themenblock der Bioökonomie in Deutschland kommen. Die Bioökonomiestrategie Deutschland ist im Januar 2020, also im letzten Monat, veröffentlicht worden und mit der nationalen Bioökonomiestrategie hat die Bundesregierung die aktuellen Leitlinien und Ziele ihrer Bioökonomiepolitik festgelegt und konkrete Maßnahmen für deren Umsetzung benannt. Die Strategie baut auf 2 vorherige Strategien auf. Das ist zum einen die nationale Forschungsstrategie Bioökonomie 2030 aus dem Jahr 2010 sowie die nationale Politikstrategie Bioökonomie aus dem Jahr 2013. Und die neue nationale Bioökonomiestrategie bündelt die politischen Aktivitäten aus den vorhergegangenen Strategien. Dann möchte ich einmal kurz die Ziele und Maßnahmen genauer vorstellen.
Die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung adressiert ein breites Spektrum an Zielen auf unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen und vor allem in allen wirtschaftlichen Sektoren, die sich in 6 gemeinsame strategische Ziele zusammenfassen lassen. Ich denke, die sind in der Übersicht ein bisschen klein, deswegen gehe ich Das tut mir leid, ich fürchte, da war ich gerade einmal weg. Genau, die Ziele und Maßnahmen waren hoffentlich gerade noch zu hören. Vielleicht fasse ich es einfach nochmal zusammen. Also sollen strategische Ziele in 6 Bereichen erstellt werden. Das ist zum einen bioökonomische Lösungen für die Nachhaltigkeitsagenda zu entwickeln, Potenziale der Bioökonomie innerhalb der ökologischen Grenzen zu erkennen und auch zu erschließen, das biologische Wissen zu erweitern und anzuwenden, die Ressourcenbasis der Wirtschaft nachhaltig auszurichten, ist der 4. Punkt. Für unser Webinar interessant, der 5. Punkt, Deutschland zu einem führenden Innovationsstandort der Bioökonomie auszubauen. Und als 6. eher übergreifendes Ziel ist es, gewünscht, die Gesellschaft stärker einzubinden sowie die nationale und internationale Kooperation zu intensivieren. Um nochmal genauer auf das 5. Ziel einzugehen, zu den Maßnahmen und Umsetzungen gehören hier vor allem das wirtschaftliche Potenzial der Bioökonomie für Geschäftsmodelle, Arbeitsplätze, Einkommensmöglichkeiten und in allen wirtschaftlichen Sektoren zu nutzen, die Markteinführung von biobasierten Produkten zu beschleunigen, neuartige Wertschöpfungsketten zu etablieren, sowie Start-ups und KMU stärker zu fördern und auch wieder auf der höheren Ebene eben Cluster- und Modellregionen stärker zu fördern. Für die Umsetzung ist vor allem die Forschungsförderung sehr entscheidend. In den Bereichen biologisches Wissen, konvergierende Technologien, Transfer der Anwendungen. Weiterhin müssen aber auch die Rahmenbedingungen verbessert werden, die politischen Rahmenbedingungen im Bereich des Flächendrucks zum Beispiel, die Sicherstellung der nachhaltigen Erzeugung und Bereitstellung biogener Rohstoffe, der Aufbau von bioökonomischen Wertschöpfungsketten, aber auch Netzen, sowie die Nutzung des Bioökonomiepotenzials für die Entwicklung von ländlichen Räumen. Als übergreifende Instrumente hat die nationale Bioökonomiestrategie unter anderem die Einrichtung eines Beratungsgremiums sich auf die Agenda geschrieben, sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Denn auch auf der Bundeslandebene werden ja komplementäre Bioökonomiestrategien entwickelt. Weiterhin ist das Ziel, Maßnahmen zur Förderung von Qualifikation von Fachkräften stärker zu etablieren, sowie diesen gesamten Prozess mithilfe eines Bioökonomie-Monitorings stärker zu überwachen. Das diesjährige Wissenschaftsjahr 2020 steht auch ganz im Zeichen der Bioökonomie. Unter anderem wird es im November diesen Jahres den Global Bioeconomy Summit geben. Und für zentrale Informationen gibt es eine Anlaufstelle, die über das BMBF gefördert wird. Das ist www.bioökonomie.de. Hier werden Informationen gesammelt in allen Bereichen der Bioökonomie. Die nachwachsenden Rohstoffe sind ja nicht nur ein Ersatz von fossilen Ressourcen, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn dadurch innovative Produkte mit neuen Eigenschaften entwickelt werden können. Und hier wird zunehmend das große Potenzial der Verwertung bislang ungenutzter Ströme, Rest- und Abfallstoffe erschlossen.
Die branchenübergreifende industrielle Nutzung dieser nachwachsenden Rohstoffe hat allerdings auch Auswirkungen darauf, wie die Rolle der Landwirte definiert wird als Rohstofflieferant der Zukunft. Genau. Auf der anderen Seite sind viele biotechnologische Verfahren in der letzten Zeit so weit fortgeschritten, dass sie für die Bioökonomie eine sehr wichtige Rolle spielen und auch heute schon Umsätze in Milliardenhöhe generieren. Die Bioökonomie an sich hat bereits einige Innovationen hervorgebracht, die die Gesundheit fördern, Energie sparen, das Klima und die Natur schützen. Und vielversprechende Beispiele finden sich in verschiedenen Sektoren und Bereichen der Industrie, sei es die Papier-, Textil- oder auch Chemieindustrie. Und drei davon möchte ich gerne kurz vorstellen. Es sind Beispiele aus Deutschland. Das erste ist Zellulose aus Wiesengras von der Firma Biowert GmbH aus Hessen. Entschuldigung, da bin ich schon eins weitergerutscht. Genau, und das Produkt Agricell der Firma Biowert GmbH besteht zu 100% aus erneuerbarer natürlicher Zellulose und ist ein innovatives Einblasdämmmaterial aus heimischem Wiesengras, das für Mauern, Dächer und Bodenzwischenräume genutzt werden kann. Das Ziel hier ist es, erdölbasierte Dämmmaterialien zu ersetzen und die Rohstoffe auf effiziente Weise zu nutzen. Das gesamte Arbeitsverfahren benötigt nur ein Minimum an Ressourcen und die benötigte Energie wird tatsächlich durch die zugehörige Biogasanlage bereitgestellt, die mit Abfallprodukten und Biomasseresten betrieben wird. Zudem bietet Biowert den Landwirten langfristige Verträge mit steigenden Gewinnen durch den Verkauf von Wiesengras. Denn das Einblas-Dämmmaterial ist nur eins von vielen Produkten, das die sogenannte Grasfabrik der Firma erstellt. Das Positive ist natürlich, dass das Gras leicht angebaut werden kann. Es benötigt wenig Arbeitskraft, Maschinen und Dünger und kann zudem mehrfach im Jahr geerntet werden. Zudem führt der Anbau nicht zur Bodenverarmung, da die Biomassereste auch wieder in den Boden eingearbeitet werden können und so als Dünger verwendet werden können. Auch das zweite Beispiel ist basierend auf dem Rohstoff Gras. Und zwar handelt es sich um Etiketten aus Graspapier. Hier hat die Firma KD ebenfalls aus Hessen ein Verfahren zur Herstellung von Etiketten entwickelt, die zu 50% aus nachhaltigem, schnell wachsendem Gras hergestellt werden. Die Aufkleber sind besonders umweltfreundlich in der Fertigung, wodurch ein Großteil an Wasser, Energie und CO2-Emissionen gespart werden kann. Auch hier handelt es sich um lokale Produktion. Es wird vor Ort geerntet. Das bedeutet, es gibt kurze Transportwege. Auch das ist nachhaltig. Das Produkt selbst ist sowohl recycelt als auch biologisch abbaubar. Auch hier können die lokalen Landwirte weitere Gewinne mit der Lieferung dieses Rohstoffs erzielen. Und die Ernte kann, wie bereits gesagt, mehrfach im Jahr erfolgen. Das dritte Beispiel, was ich noch vorstellen möchte, ist Verpackung aus Stroh. Jedes Jahr entstehen in Deutschland etwa 30 Millionen Tonnen Erntestroh als landwirtschaftliches Nebenprodukt und Stroh bildet damit fast die Hälfte der gesamten Biomasse aus der Getreideernte. Laut neueren Studien können ca. 25 bis 45% der Nebenrohstoffe aus der Nahrungsmittelproduktion vom Feld entfernt und für andere Zwecke aufbereitet werden, ohne die Umwelt zu belasten. Und die Firma Landpack ist die erste Firma weltweit, die die Strohverarbeitung ohne weitere Kleb- und Zusatzstoffe entwickelt hat und damit das klassische Dämmmaterial Styropor ersetzen kann. Und indem es Erdöl als Ausgangsmaterial für Dämmstoffe ersetzt, steigert Stroh die Ressourceneffizienz, ohne mit der Nahrungsmittelproduktion in Konkurrenz zu geraten. Ja, auch hier ist es für die
Landwirte natürlich schön, ein zweites Einkommen zu generieren. Eben durch diese Ernte-Nebenprodukte können sie ihr Getreide im Prinzip nun zweifach verkaufen. Genau. Ja, das wäre dann der Teil zur Bioökonomie in Deutschland gewesen. Damit möchte ich gerne überleiten zu der Bioökonomie Österreich und zu meinem Kollegen wieder überleiten. Manfred, ich glaube, dein Mikrofon ist gerade nicht an. Kannst du das bitte einmal überprüfen? Tatsächlich. Vielen Danke. Dank. Also nochmal vielen Dank an Claudia Leifert. Erstens für den Hinweis, dass ich nicht hörbar war. Und zweitens für den schönen Überblick über die deutsche Bioökonomiestrategie und die sehr interessanten Praxisbeispiele. Im Folgenden möchte ich Ihnen jetzt die Bioökonomiestrategie in Österreich vorstellen. Ist sichtbar. Die österreichische Bioökonomiestrategie ist Teil des nationalen integrierten Klima- und Energiestrategie Mission 2030. Sie wurde im März 2019 veröffentlicht in Nachfolge der überarbeiteten Bioökonomiestrategie der Europäischen Union, die bereits circa ein halbes Jahr früher publiziert wurde. Wir haben im Großen und Ganzen sechs große Ziele in der österreichischen Bioökonomiestrategie. Zum einen die Erreichung der Klimaziele, die Reduktion der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Rohstoffen, die Förderung von Innovation, wirtschaftliche Entwicklung fördern, natürlich die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Schaffung neuartiger Arbeitsplätze und als großes Ziel die nachhaltige Förderung von einer gesellschaftlichen Transformation hin zu einer kohlenstofffreien Zukunft. Die Bioökonomiestrategie in Österreich hat folgende Inhalte. Das sind fünf Themenziele, die übergeordnet sind, fünf Themenblöcke, die Grundlagen der Bioökonomie, die Ressourcen, Technologien, Produkte und Querschnittsmaterialien und als letztes dann ein kleiner Ausblick, wie es denn dann weitergehen soll. Hier nur ein Überblick über die Grundlagen. Grundlagen bilden die 17 Sustainable Development Goals, die bereits im Jahr 2016 von den Vereinten Nationen definiert wurden und die auch in der Europäischen Union und von allen Mitgliedstaaten übernommen wurden. Für die Grundlagen haben wir im Wesentlichen zwei Handlungsfelder. Das eine ist Wissenschaft und Forschung, also Forschung, Technologie, Innovation und natürlich nationale und internationale Vernetzung, industrielle Forschung und Formung von Kompetenzzentren. Das zweite Handlungsfeld auf der Grundlagenebene ist natürlich der nachhaltige Konsum, denn irgendjemand muss ja auch diese Produkte kaufen und verwenden. Und hier geht es vor allem zu einer Änderung der Nutzerverhalten hinsichtlich der Auswahl von Produkten. Es ist aber auch definiert, dass Nahrungsmittel den Vorrang haben und dass fossile Produkte im Grunde genommen nur teilweise substituiert werden, denn wir sind vom Flächenbedarf für die Abdeckung dieser Bedürfnisse nicht so gefeit. Wir haben etwa 7 Millionen Hektar landwirtschaftliche Böden in Nutzung in Österreich. Um wirklich alle Bedürfnisse zu decken, müssten wir entweder 20% mehr Fläche haben, Boden ist aber kein vermehrbares Gut, oder die Produktivität der Böden um 20% steigern. So ungefähr sind die Expertenmeinungen. Nun, großer Themenblock. Wo sind denn die Ressourcen unserer österreichischen Bioökonomie? Und hier in erster Linie natürlich in Land- und Forstwirtschaft.
Wobei man dazu sagen muss auch, dass hier bei der Förderung der Landwirtschaft Ressourcen aus der Landwirtschaft vor allem eine Reduktion der Flächenverluste anzustreben sind. Wir verlieren täglich in Österreich etwa 12 Hektar landwirtschaftlicher Fläche durch Versiegelung. Die Steigerung des Ertrags durch Digitalisierung oder durch Zwischenfrüchte, Digitalisierung hier im Sinne von einer präzisen Steuerung der Düngemittelgaben mittels computergesteuerten Bewirtschaftung. Forstwirtschaft ist in Österreich das größte Potenzial. 46% der Bundesfläche sind von Wald bedeckt. Es ist auch der stärkste Zweig in der Nutzung von Ressourcen, hier vor allem im Bausektor, im Papier- und Zellstoffsektor, aber auch in der Energiebranche. Ein weiteres Handlungsfeld, das bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig aufgegriffen wurde, das aber wesentlich stärker bearbeitet werden soll, ist die Wasserwirtschaft. Hier in der Abwasserentsorgung, Klärschlamm als Rohstoffquelle, aber auch Sonderformen wie Algen, aber auch Insekten als Rohstoffquelle für Proteine, um hier die Flächen zu entlasten in Richtung Futtermittelproduktion. Natürlich die Abfallwirtschaft. Hier haben wir große Potenziale, vor allem in den urbanen Räumen. Und biogene Abfälle sind auch wertvolle Ausgangsprodukte für eine weitere Verwertung. Der nächste, hier, bevor wir zum nächsten Themenblock, grundsätzlich haben wir drei Prinzipien in der österreichischen Bioökonomiestrategie gesetzt, wie mit diesen Rohstoffen umzugehen ist, um sie möglichst effizient zu nutzen. Das eine ist die Kaskadennutzung, das heißt eine Nutzung, eine Hauptnutzung des Rohstoffes, dann nach einem entsprechenden Recycling eventuell noch eine Nachnutzung und erst am Ende des gesamten Lebenszyklus dieses Rohstoffes dann die thermische und energetische Verwertung. Zweite Möglichkeit, zweites Grundprinzip ist Fraktionierung. Hier denke ich in erster Linie als Beispiel die Forstwirtschaft, Fraktionierung. Wir haben bei den Holzressourcen zum einen das Sägeholz als Sortiment, zum anderen haben wir Industrieholz als Sortiment, das ist bereits ein schwächeres Holz. Und als dritte Fraktion könnten wir jetzt noch den Schlagrücklass hier nehmen, der teilweise auch genutzt wird. Also der Zopf der geernteten Bäume, wie man es in der Forstwirtschaft nennt, mit den Ästen, die hier auch noch einer Nutzung zugeführt werden können. Diese drei Fraktionen können unterschiedliche Nutzungsschienen dann durchlaufen. Und natürlich die Kreislaufführung. Das heißt, man versucht, gewisse Stoffe so lange im Kreis zu führen, wieder zu verwenden, wieder zu nutzen, bis eben der Stoff nicht mehr nutzbar ist. Hier fällt mir als simples Beispiel eigentlich derzeit der Wachskreislauf in der Imkereibranche ein, wo eigentlich das Wachs bereits im Kreis geführt wird für die Produktion. Weiterer Themenblock, natürlich die Technologien, die zu nutzen sind. Hier sind bei Anbau, Ernte und Bearbeitung vor allem die Präzisionslandwirtschaft von großer Bedeutung, also die Digitalisierung der Landwirtschaft, auch mittels GPS-Verortung, die Nutzung von Ganzpflanzen und das Nutzbarmachen aller Pflanzenteile, wie ich es vorher bei der Ganzbaumnutzung geschildert habe. Zweites Handlungsfeld natürlich Transport und Logistik, möglichst regionale Logistikzentren. Und Ausbau einer Logistik für Bioabfälle, denn diese sind ja auch in dann weiterfolgenden Konversionstechnologien zu verarbeiten. Hier sollen zum einen neue Konversionstechnologien entwickelt werden, mit Hinblick auf Bioraffinerien bereits. Das heißt, auch anaerobe energetische Verwertung als Zwischenschritt, also Biogasnutzung und Nutzung des Outputs aus dem Biogasprozess für weitere industrielle Zwecke, aber auch natürlich eine Optimierung von Pyrolyse- und Verbrennungstechnologien, wie wir es hier in Güssing bereits einige Zeit
hatten und auch wieder loslegen wollen damit. Durch thermische Vergasung können neue Rohstoffe gewonnen werden, die dann über bekannte Schritte wie etwa Fischer-Tropsch-Synthese und so weiter in neue Stoffe umgewandelt werden können. Dann natürlich als Handlungsfeld oder als großer Themenblock die Produkte. Hier ist in erster Linie einmal natürlich die Nahrungs- und Futtermittelproduktion, in weiterer Folge dann die als weiteres Handlungsfeld die Materialien und erst als letzter Schritt, aber doch auch die Gewinnung von Bioenergie. Schwerpunkt in der Bereitstellung von Produkten im Nahrungs- und Futtermittelbereich ist in Österreich die biologische Landwirtschaft. Das wird sich auch immer tiefer und weiter fortsetzen. Anpassung an den Klimawandel durch Pflanzenauswahl, durch entsprechende Erschließung anderer Proteinquellen. Materialien haben wir hier im Holzbereich mit der Papier- und Zellstoffindustrie bereits sehr intensive Nutzung. Aber es geht auch in Richtung Biopolymere, Dämmstoffe, Baustoffe aus Reststoffen in der Landwirtschaft. Und letztendlich die Bioenergienutzung, die unter anderem neben dem Greening the Gas und Stromeinspeisung eben auch Rohstoffe für die biobasierte Industrie bereitstellen soll und auch kann. Ein kurzer Ausblick abschließend. Es sollte eigentlich schon ein Aktionsplan zur Umsetzung der Strategie vorliegen. Allerdings durch die unvorhergesehenen Neuwahlen. Im vorigen Jahr musste die Regierung natürlich ihre Arbeit beenden, wurde neu gewählt und die Umsetzung der Strategie in Form eines Aktionsplans ist nun der gegenwärtigen Regierung überlassen. Gleichzeitig damit, also wir erwarten, dass für Ende 2020 nun mit einem Jahr Verspätung und natürlich auch ein Monitoringplan für die Umsetzung dieses auf der Strategie aufbauenden Aktionsplans. Soweit ein Überblick über die österreichische Bioökonomiestrategie. Ich freue mich jetzt, Herrn Magister Hannes Winkelbauer begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der Vulcolor Naturfarben GmbH hier in Güssing, der uns jetzt einen Einblick in die Rohstoff- und Reststoffstrategie und Verwertung der Firma Vulcolor geben wird. Wir tauschen jetzt fliegend einfach den Platz. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Hannes Winkelbauer. Ich bin Geschäftsführer der Vulcolor Naturfarben GmbH hier in Güssing, gleich in unmittelbarer Nähe zum Zentrum für erneuerbare Energie. Ja, die Vulcolor Naturfarben GmbH gibt's seit 2007 hier in Güssing und wir sind weltweit der größte Verarbeiter von Holunderbeeren, von den schwarzen Holunderbeeren. Wir verarbeiten jährlich zwischen 10 und 12 Millionen Kilogramm, sind damit der weltweit größte Verarbeiter von Holunderbeeren und wir beschäftigen uns das ganze Jahr damit. Das heißt, wir verarbeiten während der Ernte im August, September ca. 50%, also 5 bis 6 Millionen Kilogramm und frisch aus dem Tankzug und anschließend von Oktober bis Juni verarbeiten wir 5 bis 6 Millionen Kilogramm von gefrorenen Holunderbeeren, die hier in Österreich im Kühlhaus eingefroren werden. Unser Hauptthema ist heute Holunder Trester. Das ist quasi der aus der Produktion von unseren Holunderbeeren wird zunächst ja ein Holundersaft produziert und aus dieser Saftherstellung fällt Holunder Trester an und das in einer riesigen Menge zwischen 2000 und 2500 Tonnen jährlich. Und mit diesem Thema Holunder Trester beschäftigen wir uns natürlich schon von Anfang an und haben in den letzten 12 Jahren einige Erfahrungen gemacht und über die darf ich heute etwas kurz erzählen. Ja, die Fragestellung Holunder Trester, ist das jetzt ein Abfallprodukt, ist das ein Reststoff oder ist es auch ein wertvoller Rohstoff?
Die Geschichte dazu. Wir haben 2007 hier am Standort in Güssing begonnen, Holunderbeeren zu verarbeiten. Holunderbeeren gelten ja schon seit dem Mittelalter als hochwertige Frucht, als Heilmittel, als Hausapotheke. Also ein ganz interessanter Rohstoff, eine ganz interessante Frucht, eine spezielle Frucht. Und wir sind dahingehend auch ein sehr, sehr spezielles Unternehmen. Zunächst, wie gesagt, wird aus den Holunderbeeren wird ein Holundersaft, ein ganz normaler naturtrüber Saft hergestellt. Und aus dieser Produktion, aus der Presse, kommt der Holunder Dresdner in großen Mengen eben raus. Und mit dem mussten wir uns schon von Anfang an beschäftigen. Zunächst war das klar, dass wir mit den regionalen Biogasanlagen Kontakt aufnehmen und diesen Holunder Dresdner im frischen Zustand diesen Biogasanlagen kostenlos überlassen, damit daraus Energie gewonnen wird. Hat am Anfang auch gut funktioniert, dann ist man bald draufgekommen, aufgrund des hohen Anteils von Holunderkernen, Holundersamen, das sind ca. 80% im Holunder Dresdner sind Holundersamen, kommt es zu technischen Problemen in den Biogasanlagen. Das heißt, die Kerne lassen sich nicht aufschließen. Die Kerne verbleiben in den Anlagen, verbleiben in den Sieben, verbleiben in den Pumpen, woraufhin die Betreiber der Biogasanlagen sehr bald einmal Alarm geschrien haben und gesagt haben, oh, sie können diesen Reststoff Holunderdresdner mit den Kernen einfach nicht mehr aufnehmen, weil es einfach zu viele technische Probleme daraus gibt oder daraus entstehen. Wir waren dann sehr schnell gezwungen, eine Lösung zu finden. Und die erste Lösung ist eigentlich ein Rückschritt gewesen vom Reststoff für Biogasanlagen, für Energiegewinnung ist es ein Abfallprodukt geworden. In den Jahren 2010 bis 2013 haben wir wirklich sehr, sehr viel Geld aufwenden müssen, um dieses über Entsorgungsfirmen offiziell zu entsorgen. Es hat uns dann ein bisschen die Biolandwirtschaft geholfen, die diesen Dresdner ja auch kostenlos übernommen haben, wo wir Teile dieser großen Menge quasi kostenlos weggebracht haben, aber nur der große Teil musste wirklich mit großem Kostenaufwand entsorgt werden. Wir haben dann natürlich nach weiteren Lösungen gesucht, weil uns der Holunder Dresdner auch vom Inhalt her aus unserer Philosophie raus kein Abfallprodukt ist, sondern wir haben sehr, sehr bald schon gewusst, dass das einfach eine riesige Chance ist, Holunder Dresdner, mit den Kernen, mit den Inhaltsstoffen, dass wir da nicht im Bereich des Abfallprodukts unterwegs sind, sondern dass das ein Reststoff ist für Energiegewinnung oder vielleicht auch mehr. Und wir haben dann einen regionalen Viehzüchter 2014 gefunden, der seit 2014 das Produkt, den Reststoff Holunder Dresdner quasi für sich abholt und in Tierfutterbereich unterbringt. Der hat eine sehr große Viehzucht bei sich zu Hause und verwertet es als Tierfutter. Ich glaube auch, dass es teilweise doch in einer Biogasanlage auch unterbringt oder auch als Bodenverbesserungsmittel oder als Bodenhilfsstoff für die Biolandwirtschaft. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, okay, wir suchen weiter, wir beschäftigen uns weiter. Bei dieser großen Menge ist es tatsächlich interessant, da weiter zu forschen und zu suchen, ob wir nicht doch eine noch bessere Verwertung finden können, eine Verwertungsmöglichkeit. Und wir haben dann investiert in eine eigene Trocknungsanlage, um diesen Dresdner stabil zu machen, lagerfähig zu machen und als Energieträger für den eigenen Prozess zu gewinnen. Ja. Das machen wir seit 2016, 2017, sind dann aber auch bald draufgekommen, dass auch da technische Probleme zu lösen sind, die vielleicht auch gar nicht lösbar sind, und haben jetzt Gott sei Dank 2020 einen Partner gefunden, der wirklich jetzt vom Reststoff einen Partner gefunden, der wirklich einen hochwertigen Rohstoff in unserem Holunder Dresdner auch sieht. Ja. Das ist jetzt kurz die Historie. Ich werde jetzt im Detail noch darauf kommen, wie die einzelnen Jahre gelaufen sind. So, grundsätzlich unsere Hauptprodukte.
Auf den Holunderbeeren ist einerseits das Holundersaftkonzentrat, das als färbendes Lebensmittel eingesetzt wird im Lebensmittelbereich, im Nahrungsmittelbereich, zum Färben von Fruchtsäften, zum Färben von Süßigkeiten, für die Backwarenindustrie, für die Eisindustrie. Überall in der Lebensmittelindustrie findet man heutzutage schon, wo rot gefärbt wird, auch Holunderbeersaftkonzentrat. Und unser zweites Hauptprodukt ist ein flüssiger Farbextrakt, ist ein rein mechanisches Verfahren. Dieser Farbextrakt wird in erster Linie im Nahrungsergänzungsmittelbereich eingesetzt, wobei das dann unser flüssiger Farbextrakt noch in Pulver umgewandelt wird und dieses Pulver wird dann in Kapseln eingeschlossen und gelangt so in die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Wie gesagt, heute, wir wollen uns mit dem Reststoff, mit dem Holunder Dresdner beschäftigen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sehen hier zunächst, die Holunderbeeren kommen ins Haus, werden tiefgefroren oder als frische Maische geliefert, kommen über die Presse, werden ausgepresst, es entsteht ein natürlicher, naturtrüber Rohsaft. Und aus dieser Presse kommt, wir nennen es intern Dresdner Biolunder Plus, das Produkt, kommt dieser Holunder Dresdner raus. Dieser Dresdner ist frisch, ist erwärmt, also es hat eine Temperatur von circa 30 bis 40 Grad Celsius, weil wir die Frucht auch mit Enzymen behandeln müssen. Er hat noch sehr viel Feuchtigkeit drinnen, also das heißt circa 45 bis 50% Feuchtigkeit, was bedeutet, dass der Dresdner in dieser Form nicht lange lagerfähig ist. Ja, der muss sofort auch aus dem Betrieb entfernt werden, weil sofort eine mikrobiologische Reaktion entsteht. Deswegen muss man mit dem frischen Dresdner sehr schnell arbeiten. Früher, wie gesagt, war es die Biogasanlagen. Es wäre möglich, auch als Bodenhilfsstoff den frischen Dresdner zu verwenden. Aber es ist, erfordert eine irrsinnige Logistik, um 2000 bis 2500 Tonnen eben frisch zu transportieren oder frisch auch zu verarbeiten. Ja. Das heißt, wir haben uns dann auch sehr schnell damit beschäftigen müssen, diesen Dresdner lagerfähig zu machen. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen das schauen, dass wir das natürlich gleich bei uns im Unternehmen machen und haben dann aus dem frischen Holunder-Dresdner über unsere eigene Bandtrocknungsanlage produzieren wir Holunder-Dresdner trocken. Dieser eigene Bandtrockner, in den wir 2015, 2016 investiert haben, das Spezielle daran ist, der wird mit Energie versorgt aus dem Dresdner. Das heißt, wir trocknen den Dresdner, lagern den in einem Silo, den trockenen Dresdner, und mit diesem trockenen Dresdner, mit den Kernen, mit dem hohen Fettanteil, versorgen wir unsere eigene Biomasse-Heizanlage und produzieren dort die Energie für die Trocknung des Dresdners. Also der Dresdner trocknet sich eigentlich mit seiner eigenen Energie, die er beinhaltet. Die zweite Geschichte war für uns dahingehend, dass wir sagen, okay, aufgrund des hohen Fettgehalts der Kerne und dem hohen Anteil der Kerne im Dresdner wollen wir diese Energie nutzen für unseren eigenen Prozess. Das heißt, dass wir das in unsere Prozessenergie für unsere Hauptprodukte mit einfließen lassen. Das war eigentlich die grundlegende Entscheidung für diese Investition. Ist theoretisch möglich, praktisch nur bedingt möglich, weil es einfach sehr viele technische Probleme mit sich gebracht hat. Es ist einerseits ein sehr großer Brennwert im Dresdner in den Kernen, aber es verursacht auch sehr, sehr hohe Temperaturen in der Brennkammer beziehungsweise auch chemische Reaktionen. Das heißt, unsere Erfahrungen aus den letzten 2 Jahren gehen dahin, dass wir sehen, ein langfristiger Betrieb, ein Dauerbetrieb des Biomasseofens mit Holunder Dresdner ist nicht möglich, weil es einfach zu viele technische Probleme gibt und aufgrund der hohen Temperaturen, aufgrund des niedrigen Ascheschmelzpunktes einfach zu viele Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen benötigt, um das weiter fortzuführen. Grundsätzlich Holunder Dresdner trocken, wenn er lagerfähig ist, ist er sicherlich auch interessant für die Futtermittelindustrie. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die das als Futtermittelausgangserzeugnis verwendet haben. Aufgrund des hohen Rohfasergehalts war das ein interessantes Produkt.
Wir haben uns dann für den Weg entschieden, den Dresdner zu trennen, aufzuspalten. Das heißt, man kann den Dresdner jetzt trennen in die Kerne. Das ist circa 78-80% des Dresdners besteht aus Kernen. Circa 10-12% ist der Restanteil an verwertbarem hochwertigen Rohstoff, das heißt die Schalenteile, die Fruchtfleischanteile, und circa 10% ist Abfall, was jetzt Stiel, hauptsächlich Fruchtstiele sind, die in der Maische oder in den tiefgefrorenen Beeren noch immer enthalten sind. Dabei ist zu sagen, diese Reinigung, das ist ein rein mechanisches Verfahren, das heißt, das wird durchgeführt über Bürstmaschinen und über unterschiedliche Siebgrößen. Wir machen das momentan extern mit einem Partner hier in der Region, also in der südlichen Steiermark. Da wird einfach über diese Bürstmaschinen der Dresdner gebürstet. Das heißt, die Fruchtfleischteile, die noch an den Kernen haften, die Schalenteile, die werden von den Kernen abgebürstet. Und es entstehen wirklich zu 98% saubere Kerne. Das sind keine anderen Teile mehr in den Kernen enthalten. Das ist wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr sauber. Und diese Kerne, die haben wirklich einen hochwertigen Fettanteil. Also der Fettanteil ist mit 31-33% sehr, sehr hoch. Und dieses Fett, diese Öle, die sind sehr interessant für, einerseits natürlich für Biodiesel wären sie interessant, aber wir denken daran, noch hochwertigere Öle daraus produzieren zu können. Das heißt Lebensmittelöle oder Kosmetiköle. Wie gesagt, der Dresdner wird getrennt in Kerne, mechanisch einerseits, und auf der anderen Seite ist das, wir nennen das Produkt Holundermehl. Das ist zwar kein gemahlenes Produkt, das darf man sich nicht vorstellen, dass das gemahlen ist, aber es ist eben sehr, sehr fein ausgesiebt, dass es in einer mehlähnlichen Form rauskommt, entsteht im gleichen Prozess wie die Holunderkerne. Das sind hauptsächlich drinnen Schalenteile, Fruchtfleisch, kleine Stiele, fast nicht mehr. Ist er sehr hochwertig auch, weil noch sehr viel Farbe drinnen ist. Also der Anthocyangehalt ist noch sehr, sehr interessant für viele Unternehmen. Wird verwendet als Proteinquelle zum Färben von Lebensmitteln oder eben auch, um spezielle Extraktionen im Bereich von Anthocyanen durchzuführen. Wir haben da jetzt schon Anfragen beziehungsweise auch schon Verträge mit einigen Kunden, die dieses Mehl in Zukunft verwenden wollen. Auf der nächsten Seite, wie komme ich wieder zurück zu den Kernen? Die Kerne haben einen hohen Fettgehalt und liefern ein sehr, sehr hochwertiges Öl. Wir haben Analysen, wir haben in Testproduktionen Holundersamenöl schon produziert und wir haben einfach gesehen, dass diese Fettsäurestruktur von den Holundersamen, vom Holundersamenöl einzigartig ist und auch sehr hochwertig ist. Das heißt, sehr viele Omega-3-Fettsäuren, sehr viel mehrfach ungesättigte Fettsäuren, die für die Lebensmittelindustrie, aber wahrscheinlich noch interessanter für die Kosmetikindustrie, dieses Holundersamenöl sehr, sehr interessant machen. Ja, wir haben Erfahrungen aus der Literatur, dass es sehr regenerativ auf die Haut wirkt, dass es entzündungshemmend für die Haut ist, was in der heutigen Zeit ja auch vermehrt gesucht wird. Und da sind wir jetzt in Gesprächen mit einigen Partnern oder mit einem großen Partner, mit anderen. Es gibt natürlich auch andere Anfragen, aber dieses Holundersamenöl, das ist eigentlich jetzt, wo wir den großen Fokus drauf legen. Die Produktion von Holundersamenöl würden wir ja nicht selbst machen, sondern wir würden ja nur den Rohstoff in hervorragender Qualität, die Kerne liefern. Die Ölpressung würde dann extern erfolgen, aber auch da entsteht in der Ölpresse ein wertvoller Reststoff oder vielleicht ein wertvoller Rohstoff. Der Holunderpresskuchen, auch da gibt es schon Anfragen als für Proteinquellen, also von Unternehmen, die sich damit beschäftigen, Proteine herzustellen für die Lebensmittelindustrie. Im letzten Schritt könnte man das sicherlich auch als Brennstoff verwenden, weil ja das meiste vom Öl ca. 25% der Kerne
25% des Fettanteils wird ja aus der Ölproduktion heraus entfernt. Das heißt, in diesem Holunder-Presskuchen sind vielleicht noch 5-6% Fettanteil, das nach wie vor sehr interessant ist als Brennstoff, aber vorweg wird der Weg eingeschlagen, das auch als Lebensmittel, als Proteinquelle zu verwenden. Ja, und das waren eigentlich die Entwicklungen unserer letzten 10-12 Jahre, was wir mit dem Holunder-Trester gemacht haben. Wir haben sehr schnell erkannt, dass der Trester kein Abfall, sondern ein wertvoller Reststoff ist. Und dann haben wir erfahren, dass wir aus dem Reststoff vielleicht auch einen wertvollen Rohstoff produzieren können. Es war natürlich notwendig, dass wir Investitionen machen, dass wir die Aufbereitung, die Lagerung dieses Holunder-Tresters, dass wir da investieren in die Trocknungsanlage, in die Lagerung. Aber wir sehen jetzt, wir sind jetzt knapp davor, die ersten großen Partner zu finden, die uns auf dem weiteren Weg begleiten wollen. Und wir sehen jetzt, dass sich die Investitionen tatsächlich bezahlt gemacht haben, weil nur durch diese Investitionen können wir überhaupt diesen Rohstoff lagerfähig machen und den Rohstoff auch für die Industrie anbieten zu können. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt 2020 mit einem sehr interessanten Partner schon in Gesprächen, jetzt wirklich langfristigen Vertrag abzuschließen, der diesen Holunder-Trester komplett vermarkten will, als Rohstoff Rohstoff für wertvolle Produkte, sei es jetzt Holunder-Samenöl, sei es jetzt Holunder-Samenprotein oder ist es der Holunder-Trester für Tierfutter. Das heißt, der Partner ist interessiert, diesen Holunder-Trester als gesamtes Produkt hochwertig und vollständig für die weiterverarbeitende Industrie als Rohstoffquelle anzubieten. Das heißt, wir kommen weg von einer Reststoffverwertung, wir kommen wahrscheinlich weg auch als Energieträger, sondern wir werden das mit ziemlicher Sicherheit komplett in die Lebensmittel- oder in die Nahrungsergänzungsmittelindustrie oder in die Kosmetikindustrie unterbringen. Somit haben wir es geschafft, in diesen 10-12 Jahren wirklich vom Abfallprodukt zu einer hochwertigen Rohstoffquelle zu kommen. Wir stehen knapp davor und hoffen, dass wir 2020 jetzt diese Abschlüsse erfolgreich machen können mit unserem Partner. Danke sehr. Fliegender Wechsel. Vielen Dank, Hannes Winkelbauer, für diesen wirklich sehr hochinteressanten Einblick in eine Verwertungsschiene von Produktionsbeistoffen, eigentlich kann man sagen. Er hat uns hier eben einen Einblick in den Betrieb gegeben. Als nächster Themenblock in diesem Webinar, beinahe schon abschließend, wird uns jetzt Claudia Leifert die Brokerage-Plattform Biomass Trade EU vorstellen, die ebenfalls im Rahmen des Projektes Enabling erarbeitet wurde. Claudia, bitte. Oh, das schalte ich jetzt wieder dazu. Okay. Genau. Ja. Vielen Dank für die interessante Einführung dieses Best-Practice-Beispiels und auch der österreichischen Bioökonomie-Strategie. Als letzten größeren Punkt möchte ich jetzt noch kurz die Vermittlungsplattform biomasstrade.eu vorstellen und habe das einmal in einem kleinen Video zusammengefasst. Das Horizon 2020-Projekt Enabling unterstützt die Entwicklung effizienter Wertschöpfungsketten von der Biomasse zum biobasierten Produkt. Im Fokus steht dabei die Sicherstellung des Marktzuwachses für den Rohstoff Biomasse, die Unterstützung beim Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft sowie die Schaffung neuer Stellen entlang der gesamten Biomasse-Wertschöpfungskette. Biomasstrade.eu. Enabling hat vielfältige Werkzeuge für die Vernetzung verschiedener Akteure des biobasierten Sektors geschaffen. Ein zentrales Element ist die Handelsplattform Biomass Trade, auf der sich Produzenten und verarbeitende Industrie treffen können.
Biomass Trade schafft neue Möglichkeiten für Erzeuger und Abnehmer von Biomasse und Biomasseresten. Für Produzenten aus der Land- und Forstwirtschaft, aber auch der Fischerei, bietet die Plattform einen neuen Handelsplatz. So werden bislang ungenutzte Reststoffe und Beiprodukte, die ansonsten entsorgt werden müssten, monetarisiert. Für Abnehmer von Biomasse aus der verarbeitenden Industrie, dem Handwerk und dem Dienstleistungsgewerbe stellt Biomass Trade eine Möglichkeit dar, die Betriebe bei der Akquise neuer Rohstoffquellen und bei der Erweiterung des Kreises möglicher Anbieter zu unterstützen. Mit Hilfe der Handelsplattform können Land- und Forstwirte sowie andere Biomasseproduzenten neue Einkommensmöglichkeiten generieren. Bei landwirtschaftlichen Produktionsprozessen fallen üblicherweise erhebliche Mengen an Beiprodukten und Reststoffen an. Bislang ungenutzte Nebenprodukte können interessierten Käufern hier unverbindlich angeboten werden. Da über Biomass Trade keine Zwischenhändler eingebunden werden, verringern sich die Gewinne nicht durch weitere Beteiligte. Details wie Lieferkonditionen, Biomassequalität und Bezahlung werden individuell und entsprechend der Bedürfnisse beider Seiten verhandelt. Die biobasierte Industrie benötigt eine kontinuierliche und zuverlässige Versorgung mit hochqualitativer Biomasse für ihre Produktionsprozesse. Biomass Trade hilft Unternehmen, neue und bislang unbekannte Quellen für benötigte Rohstoffe zu erschließen. Die Plattform ist leicht bedienbar und übersichtlich gestaltet, da es sich um eine reine Kontaktvermittlungsseite handelt. Die Verträge werden im Anschluss durch die jeweiligen Anbieter und Abnehmer verhandelt und abgeschlossen. Biomass Trade stellt alle Dienstleistungen kostenfrei zur Verfügung. Es entstehen keinerlei Kosten, weder für die Registrierung noch den Handel oder andere bereitgestellte Dienstleistungen. Der Marktplatz bietet die Möglichkeit, Angebote und Gesuche in den folgenden Bereichen einzustellen. Reststoffe und Nebenprodukte. Biobasierte Produkte. Dienstleistungen. Alle Kategorien lassen sich mehrfach auffächern und engen so die Auswahl der angebotenen und gesuchten Rohstoffe, Produkte und Dienstleistungen ein. Biomass Trade operiert EU-weit, zielt aber darauf ab, Akteure auf regionaler Ebene zu vernetzen und so den Austausch von Waren und Dienstleistungen auf kurzen Wegen zu fördern. Die Webseite und ihre Inhalte können in 10 verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Um einen eigenen Eintrag erstellen zu können, müssen Sie sich zunächst auf der Webseite registrieren und anschließend einloggen. Entdecken Sie die Potenziale von Biomass Trade und treten Sie noch heute in direkten Kontakt mit Produzenten und Abnehmern der Biomasse. Claudia, wir hören dich nicht. Gut, jetzt hoffentlich schon. Sehr schön. Genau, ich hatte nur gesagt, das ist unsere Biomass-Plattform, biomasstrade.eu. Wenn Sie interessiert sind, können Sie hier natürlich gerne Rückfragen zu stellen oder sich die Seite direkt anschauen. Und allgemein kommen wir damit jetzt zu unserem letzten Abschnitt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese jetzt gerne an uns adressieren. Genau. Eine Frage haben wir hier schon. Das ist die Frage. Ja. Oh,
Da muss ich einmal kurz schauen. Die Frage. Okay, das funktioniert. So, okay, genau. Die Frage war, ob es im Nachgang die Präsentation dann auch für die Teilnehmer gibt. Natürlich können wir die gerne zur Verfügung stellen im Anschluss an das Webinar. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, sehr gerne. Genau, hier gibt es eine weitere Frage. Hallo, danke erst einmal für das interessante Webinar. Welche Kosten entstehen für die Coaching-Aktivitäten und welche Art von Informationen erhalten Sie bei dem Service? Ja, soll ich einfach kurz anfangen, Manfred? Ja. Du ergänzt dann? Okay, ja. Also das Coaching an sich wird keinerlei Kosten verursachen. Es handelt sich allerdings um ein zeitlich begrenztes Angebot, da es aus dem EU-Projekt heraus angeboten wird. Zu der Art von Informationen erst einmal, die Grundlage bildet das Wissen von insgesamt 16 Fachpartnern aus 13 Ländern. Und in den Coaching können ganz unterschiedliche Fragen gestellt werden zur Biomasse, zu biobasierten Produkten. Und die Partner werden dann akademisches, industrielles Wissen, Geschäftswissen und auch Rechtskenntnisse je nach Verfügung dann zur Verfügung stellen. Genau. Ja. Da, ich weiß nicht, ob du da noch was zu ergänzen möchtest. Wir haben hier in diesem Zusammenhang auch hinsichtlich Coaching natürlich auch professionelle Partner auch an Bord. Ich sage jetzt einmal kurz nur in Österreich zum Beispiel die Landwirtschaftskammer, die auch spezielle Beratungsangebote dann haben. Wenn wir hier einen Bedarf, eine Nachfrage an Coaching bekommen, die wir selbst nicht bearbeiten können, können wir das natürlich dann jetzt im österreichischen Fall, aber ich denke, es wird in Deutschland auch nicht anders sein, an die entsprechenden Fachvertretungen weitergeben und ihnen dort dann kompetente Beratung vermitteln. Genau, absolut. Die dann ebenfalls normal als für Landwirte zum Beispiel als kostenloses Service dann von der Landwirtschaftskammer her erbracht wird. Ja, genau, das ist in Deutschland dann ähnlich. Mhm. Ja. Genau. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja, sehr gerne. Gut, wenn keine weiteren Fragen. Ich sehe, es tippt noch jemand. Ja, okay. Warten wir das noch ab. Genau, würde ich sagen, sammeln wir noch eine oder zwei Fragen, je nachdem, was noch kommt. Wie konkret werden, soll ich mal? Ja, gerne. Die Auskünfte sind Best Practices. Wir, sofern nicht selbst von den Best Practice Partnern bereits als Kontakt angegeben, stellen wir Ihnen natürlich auch gerne die Kontakte zu diesen Betrieben her, wo Sie dann selbst mit diesen Best Practice Betrieben Kontakt aufnehmen können. Dort kann es dann schon sehr konkret werden, wenn Sie dann mit dem konkreten Anliegen auch das dort deponieren. Zu diesem Zweck ist der Best Practice Atlas auch da, um hier dann tiefere Informationen zu Verfahren oder logistischen Fragen zu bekommen. Ja, ganz genau. Okay. Ja, ich sehe, gibt es noch weitere Rückmeldungen? Ja, sehr gerne. Okay. Ja, dann würde ich sagen, möchten wir uns ganz herzlich für Ihre Teilnahme bedanken.
Weiterführende Informationen zum Projekt und auch zu der Biomasse-Plattform finden Sie unter enabling-projekt.com oder biomass-trade.eu. Danke, Claudia. Der Hinweis auf die Website ist bereits gegeben. In diesem Fall bedanke ich mich für Ihre Teilnahme und für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Gäste hier im Webinar, und wünsche Ihnen noch ein ersprießliches Stöbern auf unseren Seiten und noch einen schönen Tag. Und einen schönen Tag auch nach Berlin. Dankeschön.